So, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Game Dev Tycoon. Ja, in meinem letzten Video zu Game Dev Tycoon hatte ich ja, das jetzt nicht direkt gesagt, aber ich habe eine Videobeschreibung gemacht, dass das jetzt für längere Zeit das letzte Video gewesen ist, da es ein Update gab, und zwar auf 1.4.3, das seht ihr hier. Und ich hatte ja gesagt, ich mache erst weiter, wenn das Update soweit raus ist und ich Zeit finde, das aufzunehmen. Und ja, jetzt ist das soweit. Ich habe ein Spiel mit dieser Version schon mal durchgespielt, um mir das alles so ein bisschen anzugucken, was jetzt Neues ist, was geändert wurde. Das werde ich euch im Spiel dann auch noch zeigen. Und ja, zuallererst, ich habe das einmal komplett zurückgesetzt, das Spiel, dass wir hier einmal frisch anfangen. Ich habe die Tutorials deaktiviert und was ganz wichtig ist, ja, mit der neuen Version gibt es die Möglichkeit, von einem vorigen Spielstand sich Hinweise oder Entdeckungen, will ich es mal nennen, ja, zu übernehmen. Wie genau das im Spiel dann aussieht, das ja, zeige ich euch bei Gelegenheit, aber das habe ich natürlich auch ausgestellt, so dass wir hier ja, ein komplett neues, leeres Spiel sozusagen starten. Und ja, einmal ganz kurz Achievements. Habe ich nur einmal kurz vorher erstellt. Und zwar, ja, hier Fan, Pick and Inspired Company Name. Da gibt es eine ganze Liste an Companies, beziehungsweise Firmen, die man nehmen kann. Atari zum Beispiel, Square Enix, keine Ahnung, genug. Habe ich jetzt einfach mal gemacht, um dieses Achievement zu bekommen. Und ja, Supporter gibt es sowieso, wenn man sich das gekauft hat. Und dieses Admire bekommt man, wenn man seine Firma Greenheart Games nennt. Ja, und das war es eigentlich schon an Achievements. Den Rest will ich ja praktisch im Spiel dann freischalten. Bei einigen sieht man auch, was die machen. Und ja, andere kommen dann einfach so bei Gelegenheit. Ja, aber das sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. Und halt dieses Create a Game with a, also mit einem guten Topic und einem guten Genre. Das kriegt man relativ schnell. Fantasy, RPG, Weltraum-Action zum Beispiel, also Science-Fiction-Action. Da gibt es genug Sachen, also ist das auch nicht weltbewegend. Und ja, ich laber schon viel zu lange. Ich würde sagen, wir legen hier einfach mal los. Und für alle die, die es jetzt eventuell noch nicht kennen, werde ich immer so ein bisschen erklären, zumindest am Anfang, was ich mache. Ansonsten schaut euch doch auch die anderen Videos davor an, mit der vorigen Version. Allerdings würde ich euch raten, dass wir jetzt bei der Version hier bleiben, weil die halt wirklich ein bisschen überarbeitet ist, ein bisschen am Balancing wurde gearbeitet. Und ja, jetzt legen wir hier auch mal los, 3 Minuten schon wieder verquatscht, mit unserem ersten Spiel. Und ja, was machen wir denn? Erstmal gucken wir. Genau, das ist schon der erste Punkt. Das wurde ja auch überarbeitet. In der vorigen Version oder in den vorherigen Versionen hat man immer 4 Start-Topics gehabt, die, soweit ich mich erinnern kann, immer fest waren. Ich glaube, Science Fiction, Medieval, irgendwie so. Also 4 Sport, glaube ich, war mit dabei. Also 4 Feste und jetzt ist das hier immer unterschiedlich. Jetzt haben wir hier in diesem Fall einmal Time Travel, Evolution, Wildwesten und Government. Tja, was machen wir denn? Ich würde sagen, wie wär's denn? Ja, mit einem Time Travel Adventure. Das klingt doch schon mal nicht schlecht, natürlich für den PC. Und jetzt seht ihr hier auch, ist was Neues dazugekommen. Und zwar steht hier Genre Match Unknown. Das bedeutet, wenn man nach und nach Spiele für die einzelnen Systeme in diesem Fall hier entwickelt, entdeckt man sozusagen, welche Genres gut für die Systeme passen. So, da wir jetzt noch nichts gemacht haben, steht hier noch nichts drin. Aber das werden wir dann bei späterer Gelegenheit sehen, dass hier sich das auffüllt. So, und wir nehmen natürlich den Computer, da der Marktanteil nicht großartig unterschiedlich ist, aber die Entwicklungskosten sind natürlich um ein Vielfaches geringer. Und da wir am Anfang nicht so viel Geld haben, ja, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, außer den PC zu nehmen.
Und ein Time Travel Adventure. Da fällt mir jetzt persönlich kein Beispiel. Doch, es gibt ein Beispiel. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Da spielt man einen, ich glaube, einen Piloten und versucht, ich glaube, die Nazis aufzuhalten, irgendwie einen Artefakt zu finden und muss dann hin und her reisen und springt dann auch irgendwie in eine andere Zeitlinie, weil da fällt mir der Name gerade nicht ein. Aber ansonsten haben wir natürlich noch Time Travel. Time Travel, Traveler, Traveling Time. Reise. Huch! Was war das? Ja, ich nenne das jetzt erstmal so, Traveling in Time. Gucke ich mal gleich, was das hier gerade aufgeploppt ist. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich auf meine Tastatur geguckt habe. Ja, im Moment noch 2D-Grafik, aber das ändert sich. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Naming Games is something difficult. Okay. Ach so, und was ich glaube ich in den letzten Folgen gar nicht gezeigt habe, ich bin mir nicht mehr sicher, man kann sich hier auch Hilfen anzeigen lassen, die ich jetzt allerdings nicht benutze, zu den einzelnen, ja, Stages, zu den einzelnen Abschnitten, wo nochmal kurz erklärt ist, was Engine überhaupt bedeutet, und Gameplay und Story Quest. Ich meine, vom Begriff her, Leute, die Computerspiele spielen, können sich halt für sich selbst da so ein bisschen was ja, raus herleiten. Aber hier steht nochmal zum Beispiel, dass die Engine halt davon profitiert, oder das Spiel profitiert halt von der Engine, wie es halt generell aufgebaut ist, und welche Technologie dem zugrunde liegt. Und eine gute Engine ist deshalb wichtig, um halt Sachen wie Multiplayer-Support, Videoplayback, die ganzen ja, physikalischen Sachen zu berechnen. Ja. Je nachdem, was es dann für Spiele gibt. Zum Beispiel Action braucht, glaube ich, mehr Engine, weil es halt dann so um Sachen geht wie diese dynamische Physik und Videoanimationen und so weiter und so fort. Ja. Aber wir machen jetzt ein Adventure. Und auf alle Fälle brauchen wir viel Story Quest, das ist schon mal klar. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen. Engine, ja. Da war ich ja gerade bei Engine. Engine ist, glaube ich, nicht so wichtig bei einem Adventure. Da ein Adventure ja in der Regel ja relativ linear ist, nicht wirklich großartig was zu berechnen hat. Gehe ich mal ein bisschen runter. Und Gameplay ist, glaube ich, jetzt auch nicht so wichtig. Keine Ahnung, gehe ich mal ein bisschen weg, damit wir viel Fokus auf Story und Quest haben. Machen wir das so. Jetzt will ich aber trotzdem jetzt in dem Fall noch mal kurz gucken. Genau, Gameplay definiert, wie der Spieler mit dem Spiel interagiert und wie die Spielmechaniken und also die Regeln des Spiels funktionieren. Okay, also das ist beim Adventure dann wirklich nicht so wichtig, weil im Adventure ja eigentlich im Großen und Ganzen alles schon vorgegeben ist. Man sammelt halt Sachen, Gegenstände aus der Umgebung und muss die dann verwenden, um halt weiterzukommen. Aber prinzipiell ist es halt ziemlich linear und man hat nicht wirklich, ja, Möglichkeiten, großartig mit der Umgebung zu interagieren. Es ist alles festgelegt. Von daher denke ich, ist das ganz in Ordnung. Jetzt können wir gleich mal gucken. Genau, Dialoge ist klar, was Dialoge sind. Spieler, Nicht-Spieler-Charaktere. Level Design definiert die Struktur. Defines the structure player takes through a game. Ja, die Struktur, die den Spieler durchs Spiel führen. Ja, beinhaltet halt Sachen.
wie, wo die Objekte im Spiel positioniert sind. Ja, und halt den Storyverlauf im Spiel. Und AI ist halt die Intelligenz, wie der Computer halt Sachen kontrolliert, Gegner, Begleiter, die ganze Welt an sich und wie die Intelligenz halt auf den Spieler reagiert. Und als drittes gibt es halt World Design, auch wichtig im Unterschied zum Level Design. Level Design ist halt nur für einen Abschnitt und gibt auch so ein bisschen den Storyverlauf an. Und das Weltendesign ist halt wichtig, um eine ganze virtuelle Welt zu ja, realisieren. Und ist halt wichtig bei ja, RPGs und Adventures zum Beispiel. Und gibt halt auch eine Hintergrundgeschichte wieder zum Spiel und gerade deswegen auch für Adventures und RPGs wichtig. Für Strategy jetzt nicht so und bei den anderen glaube ich Simulation auch nicht so. Genauso wie Action, da glaube ich, braucht man auch nicht viel World Design. Ja, Grafik allgemein ist klar, sollte halt bei jedem Spiel eigentlich recht gut sein. Ja. Und Sound ist eigentlich auch klar. Ja. Aber da kommen wir nochmal dazu, wenn wir hier die ersten ja, Erkenntnisse gezogen haben. Ich habe ja vorhin gesagt, man kann im Spiel einige Sachen ja, entdecken oder freischalten. Und da kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. Da sieht man dann auch hier an diesen Slidern, da kommen dann nachher Zeichen, die unten drunter stehen. Die einem so ein kleines bisschen Hinweise geben, in welche Richtung man die bestimmten Sachen verteilen sollte, um halt möglichst gute Bewertung zu erlangen. Und wie wir das machen, das zeige ich euch dann, sobald das Spiel hier fertig ist. Aber erstmal kümmern wir uns um den zweiten Abschnitt von unserem Time Travel Adventure. Und ja, wie schon gesagt, Dialoge ganz wichtig. Und ja, künstliche Intelligenz brauchen wir jetzt eher nicht. Ja, Level Design ist jetzt, glaube ich, Level Design. Was hatte ich vorhin vorgelesen? Ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Lasse ich erstmal so. Ich glaube, World Design ist wesentlich wichtiger als ein Level Design. Ah, bin mir jetzt nicht sicher. Ich lasse das erstmal so auf Mittelposition. So, jetzt kommen wir gleich in die dritte Phase. Ja, World Design. Und ja, Grafik ist eigentlich auch wichtig. Grafik. Vielleicht so. Ja, und Sound eher nicht so. Kann man ein bisschen runtergehen, damit die anderen ein bisschen mehr Prozente bekommen. Denn, soweit ich das selber ja nachvollziehen konnte, jetzt im Spiel und in den ganzen Durchläufen. Wichtig ist nicht, wie ich das hier oben oder wie man das hier oben einstellt, die Slider, ob der hier ganz oben ist und der ganz unten, sondern wichtig ist die prozentuale Verteilung hier unten. Also ich könnte, wenn ihr das jetzt hier mal unten seht, jetzt prinzipiell das auch hier hin machen, das hier hin machen und das hier hin machen. Und ihr seht, dass das hier unten ungefähr die gleiche Verteilung ist. Also hier knapp 50%, hier vielleicht 30 und 20. Und ja, wenn ich das jetzt hier hochziehe, so wie ich das eben gerade hatte, ja, ein bisschen variiert das jetzt natürlich, je nachdem, wie ich das jetzt hier und hier mache. Aber ihr seht, großartig, ganz grob, ändert sich das nicht. Also könnte ich das jetzt prinzipiell halt auch so machen. Da seht ihr, dass die Verteilung die gleichen ist. Aber für mich selbst, ich mache das halt immer ganz gerne. Auch später, wenn jetzt diese Zeichen hier drunter kommen werden, habe ich mir so ein kleines System selber überlegt. Da geht es in der Stufe oder in der Reihenfolge, ich glaube, von 3 plus bis 3 minus, also ganz wichtig bis ganz unwichtig. Und da habe ich mir das immer für mich selbst so eingeteilt, dass es halt Mittelposition gibt. Und dann habe ich das immer in 1, 2, 3 Stufen eingeteilt, hoch und runter. Und ja, jetzt mache ich das erstmal so, wie ich das vorher hatte.
Ja, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe im letzten Durchlauf auch einmal ein Spiel mit 4-10, also mit 4x10er Bewertung geschafft. Und ja, war auch bis jetzt das einzige Mal, dass ich das überhaupt 4x10 hatte. Also 3x10 und 1x9 hatte ich ja schon öfter. Auch außerhalb der Aufnahme. Aber 4x10 hatte ich bis jetzt noch nicht so oft. Das war das letzte Mal, also in dem Spiel, was ich jetzt davor gemacht habe mit der neuen Version, habe ich das erste Mal überhaupt geschafft. Und ja, jetzt sehen wir hier, nach jedem Spiel gibt es halt einen Auswertungsbildschirm. Man sieht hier, ob ein neues Topic benutzt wurde, eine neue Combo. Gibt es nochmal ein bisschen Bonuserfahrung auf die einzelnen Bereiche. Und diese Balken sind unterschiedlich lang, je nachdem, wie man die Slider eingestellt hat in den einzelnen Bereichen und natürlich die erzeugten Design- und Technologiepunkte. Und ja, generell kann man sagen, je mehr Punkte hier sind, desto besser ist es für das Spiel. Wichtig ist aber auch die Verteilung, dass zum Beispiel ein Adventure mehr Designpunkte haben sollte als Technologiepunkte. Haben wir ja gesehen, zum Beispiel Story Quests ist sehr designlastig. Und genauso wie Dialoge und Weltdesign. Und da ja diese Bereiche stark priorisiert sind bei Adventures, gibt es da ja auch mehr Designpunkte. Und ja, wenn man da jetzt nicht die richtigen Mitarbeiter später hat, sondern die vielleicht zu viel Technologiepunkt erzeugen, dann verschiebt sich das Verhältnis und das Spiel wird nicht so gut. Aber ich laber schon wieder viel zu viel. Jetzt habe ich euch schon 16 Minuten voll gequatscht. Und wir haben jetzt noch gerade mal das erste Spiel fertig. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, wie es geworden ist. So, wir starten mit einer 8 von Star Games. Das ist schon mal schön. Na, nur eine 7. Aber immerhin, Time Travel und Adventure ist eine großartige Kombination. Eine 8 von Game Hero. Sehr schön. Und noch. Oh, was? Okay. Nur eine 6 von All Games. Huch. Ja, das verstehe ich nicht. Ich habe Skip-Tutorials gemacht und das kommt jetzt hier trotzdem. Ja, Research-Tutorial brauchen wir jetzt nicht. Ich wollte eigentlich auf das. Ah, 7,25. Na gut, okay. Genau. Huch. Naja, die News kommen immer. Ja, Maria Games, so habe ich mich genannt. Natürlich. Ja, ein Newcomer in der Spieleindustrie. Hat den ersten Titel Traveling in Time rausgebracht. Das Spiel wird als oder hat großartige ja, Bewertung bekommen und mit so einem guten Start, ja, werden wir sicherlich schnelle Fans oder schnell Fans generieren, keine schnellen Fans. Genau, und was jetzt neu dazugekommen ist in der Version, ist jetzt, wir können hier einen Game Report erstellen zu den Spielen, die wir produziert haben. Läuft dann hier so ein Balken durch und es gibt auch ein paar Research-Punkte dafür. Seht ihr hier mal so eine kleine 2 aufploppen. Und Traveling in Time hat sich in der ersten Woche knapp 4000 Mal verkauft und wir haben Platz 24. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Genau, wir kriegen jetzt jeden Monat Einnahmen. Kommen wir hier. Die Einnahmen seht ihr hier. So, und wir haben jetzt 25 Fans für das erste Spiel. Yippie. So, jetzt kommt der Game Report. Genau, das ist immer also Post-Release, also eine Analyse nach der Veröffentlichung. Die ist jetzt komplett. Mit dem Ergebnis Time Travel und Adventure is a great combination. Ja, das stand auch schon in den Reviews drin. Und das ist der Unterschied jetzt, sage ich mal, zu der vorigen Version oder zu den anderen Spielversionen, wo das noch nicht drin war. Da stand das ab und zu auch in den Videos drin, dass das einiges zusammenpasst oder dass zum Beispiel gesagt wurde, sie hätten ihr Augenmerk mehr auf Design oder mehr auf Technologie oder manchmal stand auch, es ist gut, dass sie den Augenmerk auf Design und so weiter gelegt haben. Und das steht jetzt auch in den Game Reports drin, sodass das auch festgehalten wird im Spiel und man das auch sehen kann, sodass man sich das nicht alles merken muss. Und ja, hier steht es auch, Dialoge scheinen sehr wichtig für diesen oder für dieses Genre zu sein. Ja. Und das ist jetzt erstmal so generell ein kleines bisschen was Neues. Und jetzt hauen wir erstmal noch ein neues Spiel raus.
Denn wir brauchen ja 50 Research-Punkte, um unsere erste Engine zu bauen, mit der die Spiele dann hoffentlich noch besser werden. Und ja, was haben wir jetzt noch anzubieten? Evolution. Ja, Evolution klingt nicht schlecht. Da könnten wir eine Simulation mal machen. Und Evolution. Nenne ich Spore. Ha! Wird der ein oder andere natürlich kennen. Und ja. Legen wir einfach los hier. Start Development. Ah ja, das ist jetzt nochmal das Fenster zu den Game Reports. Dass halt Game Reports ein großartiger Weg sind, um Research-Punkte zu bekommen und natürlich auch neue Einsichten zu gewinnen. Wie das Spiel generell angekommen ist. Ja, und es zahlt sich natürlich aus, nach jedem Spiel oder für jedes Spiel einen Game Report zu machen. Jetzt nicht unbedingt nach jedem Spiel, aber dass man zumindest einen Report für jedes Spiel mal gemacht hat. Ja, jetzt sollen wir ins Research-Menü gucken, haben wir schon gemacht. Aber da gibt es ja nichts großartig Neues. Jetzt werden wir erstmal eine Simulation machen. Brauchen wir, glaube ich, nicht so viel Story und Quests. Können wir ein bisschen runtergehen. Auf alle Fälle ein gutes Gameplay. Und die Engine sollte, glaube ich, auch nicht zu kurz kommen. Wie war das? Mittelposition und dann gehe ich. Keine Ahnung. Ja gut, auf alle Fälle, das ist ganz wichtig. Und dann gehe ich hier mal ein bisschen weniger und Story Quest. Gehe ich mal ein bisschen runter. Das heißt so ein bisschen nicht ganz so viel. Knapp die Hälfte von dem, ja. Ja, denke ich mal, passt. Ja, schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Dafür sind halt die Game Reviews eine super, die Game Reports eine super Sache. Genau, wir haben 10.000 Einheiten verkauft. Dass man die jetzt machen kann, um auch so ein kleines bisschen nachzuvollziehen, warum ein Spiel vielleicht besonders gut oder vielleicht auch besonders schlecht angekommen ist. Dass man da dann sehen kann, was man falsch gemacht hat, weil da hat man ja vorher keine Möglichkeit gehabt. Da hat man vielleicht eine Viererbewertung oder so bekommen und weiß nicht wirklich, woran es gelegen hat. Man kann natürlich dann, glaube ich, auf der Game Dev Tycoon Wiki-Seite gucken, wie die bestimmten Slider eingestellt werden können oder müssen für einzelne Sachen, aber das finde ich ein bisschen blöd. Ja, so, Dialoge brauchen wir jetzt bei einer Simulation nicht wirklich. Aber dafür Intelligenz, also künstliche Intelligenz, die sollte ja schon wichtig sein bei einer Simulation. Und Evolution, welches ein, ah, ich glaube, Level Design können wir auch noch ein bisschen mehr dazu geben. Schadet nichts. Auf alle Fälle brauchen wir keine Dialoge, da können wir die anderen ein bisschen mehr belasten, die Bereiche. Da denke ich mal, sollte das ganz gut passen. So, Simulation, Grafik brauchen wir. Sound. Das World Design. Ja, ich glaube, World Design ist bei einer Simulation jetzt nicht so wichtig. World Design ist, glaube ich, bei Adventures und RPGs wesentlich wichtiger. Da das jetzt hier eine Simulation ist und wir schon Level Design hochgemacht haben, glaube ich, brauche ich World Design jetzt nicht so viel nehmen. Na, gehen wir ein bisschen, aber Sound auf alle Fälle. Soll ja schließlich was simulieren. Da sollte schon ein bisschen Sound als Untermalung dazukommen. So. Noch relativ ausgeglichen jetzt hier. Und wichtig jetzt auch, dass die Bugs hier rauskommen. Noch ein paar Designpunkte. Mehr Technik wäre es vielleicht besser gewesen. Also, noch immer einen neuen Technikrekord. Und das ist hier gerade bei, gerade zum Leveln ist das hier wichtig, dass man neue Topics und neue Genres miteinander verknüpft, um halt hier möglichst schnell Erfahrung zu gewinnen. Auch wenn man später dann Mitarbeiter eingestellt hat, ist das wichtig, immer, also nicht immer, aber häufig, dann doch neue Topics
zu erforschen, um die Mitarbeiter schneller zu trainieren. So, jetzt. Genau, und man muss jetzt nicht warten, bis das Review raus ist, sondern kann auch direkt gleich mit dem nächsten Spiel starten. Da spart man sich dann ein paar Minuten. Und wir machen jetzt mal ein Wild West Action-Spiel. Genau, wir hatten jetzt ein Adventure, wir haben jetzt eine Simulation. Machen wir jetzt mal ein Action-Spiel für den PC. Und einfach weil ich es kann, nenne ich es jetzt Pong. Weil ich eben gerade das Bild hier hinten gesehen habe. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt was mit Wild West zu tun hat, aber das muss ja so nichts heißen. Da kann ich euch aber gleich was Lustiges zeigen, wenn ich das jetzt hier eingebe. 2D-Grafik natürlich. So, wie sieht's aus jetzt? Meine Lebenssimulation, also Evolution Simulation. Ah. 7, 5, 6, okay. Sind wir immerhin auf 6. Oh, eine 8 noch bekommen. Schön. Genau, hier ist zum Beispiel wieder was. Fokus auf künstliche Intelligenz. Und das kommt dann auch mit in die Game Reports mit rein. So, eine 6,5. Gott, oh Gott, oh Gott, wird immer schlechter. So, aber ein Spiel mache ich jetzt noch, bevor die 30 Minuten hier rum sind. Das schauen wir uns noch an. Und zwar haben wir jetzt ein Action-Spiel. Ach, da muss ich die ganzen Sliders. Genau, was hatte ich vorhin Action gesagt? Da brauchen wir viel Engine. Gameplay ist nicht so wichtig. Und Story-Quest, glaube ich, können wir fast ganz, also nicht ganz runter, aber fast ganz runter machen. Ja. Und Time Travel. Traveling in Time ist jetzt vom Markt, hat sich 17.400 Mal verkauft und immerhin nun 21.000 Geld, Credits gebracht. Können wir nochmal kurz gucken. Genau, 90.000 Profit immerhin. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt will ich mal kurz was gucken. Das habe ich vorher noch nie geschaut. Jetzt haben wir Jahr 1, Monat 4, Woche 1. Ist es released worden. Und das ist jetzt Ende Woche 2 praktisch vom Markt gegangen. Das heißt, wir haben Monat 4, Woche 1, 2, 3, 4. Monat 5, 1, 2, 3, 4 sind 8 Wochen. Monat 6, 1, 2, 3, 4, 12 Wochen. Und Monat 7, 1, 2, 14 Wochen. Okay, 14 Wochen. 3,5 Monate ist es also draußen geblieben. Jetzt muss ich mal darauf achten, ob die anderen Spiele, also die kleinen Spiele sind immer als kleine Spiele, ob die dieselbe Zeit jetzt draußen bleiben oder ob es da Unterschiede von den Bewertungen her gibt, wie lange sich die verkaufen. Da müsste der ja praktisch 8, 9, 10, eigentlich 11. Na, mal schauen. Da bin ich mal gespannt. Das sind alles so Sachen, die sind mir in den letzten Teilen gar nicht so aufgefallen. Da das jetzt hier eine komplett neue Aufnahme wird, mit einer neuen Spielversion, denke ich mal, muss ich mal auf so eine Sachen ein bisschen achten. So, Action. Dialoge. Dialoge, glaube ich, kann ich nochmal runtergehen. Ja, können wir prinzipiell ja eigentlich fast so lassen. Ich lasse das einfach mal so. So, viel Grafik ist wichtig. Sound ist wichtig, ja. Und World Design brauchen wir jetzt nicht so viel. Können wir eigentlich auch so fast lassen wie bei Simulationen? So interessant. So, was haben wir denn hier? Ja, die letzten Marktstudien haben ja gezeigt, dass der Govodore G64 ja herausragt und
Die Konsumenten profitieren von den geringeren Preisen, der größeren Verfügbarkeit und flexibler Hardware-Konfiguration gegenüber den Heimcomputern, also normalen PCs. Und ja, das scheint wohl das Ende der, ja, von den wetteifernden, wie sagt man, Firmen zu sein. Genau. Und das ist jetzt zum Beispiel dieses Secret, was man finden kann. Wenn man jetzt zum Beispiel, wie jetzt in diesem Fall, das Spiel Pong nennt, egal was es jetzt wird, gibt es halt so eine kleine Animation, habt ihr vielleicht hier hinten gesehen, sonst müsst ihr nochmal zurückspulen. Hier bei diesem, halt bei diesem Pong-Bildschirm. Ich weiß nicht, der ein oder andere von den älteren Zuschauern wird das vielleicht noch kennen. Ich selber habe es noch live gespielt. Damals mit meinem Papa am Fernseher haben wir so einen schwarzen Kasten als Controller mit so einem Drehrädchen. Alles mit Kabel an die Konsole verbunden. Und konnte man halt rechts und links drehen, um halt diesen Slider hier hoch und runter zu bewegen. Und da musste man halt diese Kugel versuchen, ein Tor zu schießen beim Gegner. Und das war's. Soweit ich mich erinnern kann, ist das, glaube ich, überhaupt die erste Spielkonsole gewesen. Das erste Spiel, was man so an den Fernseher anschließen konnte. Korrigiert mich da, wenn es nicht richtig sein sollte. Ich glaube, das war das erste. Oder zumindest, wenn es nicht das erste war, dann mit eines der ersten. Aber mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein. Aber, ich sehe gerade, die 30 Minuten sind rum. Wir haben ein Osterei, ein Easter Egg entdeckt. Und zwar haben wir unser Wild-West-Action-Spiel Pong genannt. Und mit diesem Ende entlasse ich euch aus dieser Folge. Und wie Pong in den Reviews ankommt, wie es dann weiterläuft oder wie es weitergeht mit der neuen Game Engine und vielen neuen anderen Spielen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch meine anderen Videos an. Und bis dahin, macht es gut.